Das Sommerfest XXL startete heute im Olantes Hundebad. 12 Mädchenteams traten zum Girls Beach Soccer Cup an. Also auf dem Feld spielen immer 4 Feldspieler und eine Torhüterin, also 5 Spielerinnen. Und in jedem Spiel dürfen maximal 10 Spieler eingesetzt werden. Aber einige Mannschaften sind hier mit 16 angereist. Und ganz stolz sind wir darauf, dass sogar eine Mannschaft aus Düsseldorf hergekommen ist. Die heute hier auch hier, die haben jetzt eine Jugendherberge und da übernachten sie und haben das irgendwo als Saisonabschlussfahrt genommen. Und das finde ich wirklich toll, muss ich sagen. Ganz im Sinne der Frauenfußball-Weltmeisterschaft spielten die Damen in Ländertrikots. Der 3. Platz ging an den Post-SV, den 2. Platz konnten die Spielerinnen vom SV Brake für sich gewinnen und Sieger des Turniers wurde das Team vom FC Ohmstede. Also wir wollen alle für das tolle Turnier danken, uns hat ganz viel Spaß gemacht. Wir wollen allen helfenden Kräften danken, dem Olantes, Turm Sahne und vor allen Dingen dem tollen DJ, der immer die richtigen Lieder für uns gespielt hat. Anschließend traten 12 Volleyballmannschaften im AOK Beachvolleyballturnier gegeneinander an. Auch der morgige Sonntag hat ein volles Programm zu bieten. Morgen ist das große Sommerfest. Die Turmsahne ist auf der Turmsahne-Insel, wie mittlerweile seit 4 Jahren. Wir haben die größte Hüpfburg Europas mit 250 Quadratmeter und alle anderen Module. Man kann am Glücksrad drehen, man kann Torwandschießen machen, wo man original Lederball gewinnt. Unsere Maskottchen laufen hier. Wir werden Maskottchen-Fußballspiel veranstalten, das ist auch einmalig. Die Maskottchen vom Slakhanpark werden spielen, die Turm-Maskottchen werden spielen, vom Olantes wird ein Maskottchen spielen und die werden sich im sportlichen Wettkampf miteinander messen. Das wird bestimmt eine lustige Geschichte, glaube ich. Und Deutschland geht mit 1:0 in Führung.